Als wir von Puerto Rico nach Brooklyn gezogen sind, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal hier landen würde. Es fing alles in der Nacht an, als ich mich den Roman Lords anschloss. Willkommen in La Familia. Ja! Lust auf eine kleine Tour? Nein. Ich frage nicht zweimal. Wow! Sind das echte Waffen? Nur zum Spielen, okay, Kleiner? Victor verdient wohl sehr viel bei diesem Maschinenjob. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber welche Art von Möglichkeiten? Das Schöne ist, dass das Zeug sich selber verkauft. Denkst du, du kriegst das hin? Deshalb bin ich hier. Hast du das Geld gestohlen? Nein, ich habe gearbeitet. Fühlt es sich ungefähr so an? Du kommst mit üblen Leuten in Kontakt durch das Zeug. Sollte ich es dann nicht mit jemandem tun, dem ich vertraue? Guten Abend. Guten Abend, Pastor. Guten Abend. Der Gottesdienst ist morgen um 10, falls ihr noch wach seid. Du hast doch gewusst, dass Sherry meine Freundin ist. Hey! Ihr macht es nur noch schlimmer. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich so ohnmächtig. Großer, was ist los mit dir? Hast du was genommen? Was machst du denn da? Ich bete. Für deinen Bruder. Kann ich auch mal? Ja, natürlich. Victor braucht seine Kraft. Bitte gib ihm die Kraft, die nur von dir kommt. Ich liebe dich, Victor. Und es gibt nichts, das das jemals ändern könnte. Aber Gott hat Victor zu einem Zweck gemacht. Und nicht für Drogen. Nicht für Drogen. Bist du da oben? Bist du da oben?